Auf der grünen Welt. Erste Litanei. Was ist Selbstvergessenheit? Ich weiß derzeit nicht viel, aber diese Frage kann ich beantworten. Ich selbst bin die Selbstvergessenheit. Lionel Obioma. Cookie war also tot. Ein Wesen, das die Jahrtausende überdauert und sich von einem verspielten Kindskopf zu einer der bedeutendsten Figuren der letzten Jahrtausende in der Milchstraße gewandelt hatte. Gestorben in einer beinahe banalen Auseinandersetzung, weil man all die Gefahren in Betracht zog, mit denen der Mauspieper schon konfrontiert gewesen war. Obioma wusste, dass diese nüchternen Betrachtungen Cookie nicht gerecht wurden. Schließlich war er ein Symbol gewesen für vielerlei Dinge. Für Freundschaft, gute Laune und die Verbindung unglaublicher Kräfte mit kindlicher Weisheit. Später auch für Einsamkeit. Eine unveränderbare Freundschaft und für eine Leidensbereitschaft, die Cookie als Teil seines Wesens zu akzeptieren gelernt hatte. Nun soll der Mausbier verabschiedet werden. Nun sollte Cookie verabschiedet werden in einem Zeremoniell, dessen innerer Wert Obioma verborgen blieb. Er war kein Mann der Gefühlsduselei. Er fühlte keine persönliche Trauer um Cookies Tod. Der Ild war für ihn eine mythische Schattenfigur gewesen und manchmal eine Drohgestalt. Wenn er von seinen Erziehungstanten zu mehr Ruhe angehalten worden war und nicht gehorchte, ließen sie ihn wissen, dass ihn der Cookie holen und mit ihm ein paar Flugrunden drehen würde. Erst durch die Suche nach Cookie auf der ausweglosen Straße hatte Obioma einen persönlichen Bezug zu dem Mausbier entwickelt, der über eine nüchterne Betrachtung hinausging. Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass das Gemetzel der Tomopaten Cookies Ende nur beschleunigt hatte und der Mausbier im Grunde durch die Einwirkung eines Paraschocks gestorben war. Dennoch hegte Obioma ein gewisses Misstrauen. Misstrauen, das ganz und gar nicht seiner üblichen Lebenseinstellung als Wissenschaftler entsprach und ihn deshalb unrund machte. Obioma war der Wahrheit verpflichtet. Wahrheit war für ihn das Fundament sozialen Lebens. Der Kitt, der alles zusammenhielt. Also würde er sich daran machen, alle Unklarheiten um Cookies Tod zu beseitigen. Dazu blieb ihm bloß einige Tage. Es war Zeit, an die Arbeit zu gehen. Zweite Litanei. Was ist meine Aufgabe? Ich bin Guardia. Das ist mein Name, das ist meine Aufgabe. Birge Schick. Flottenhühner wirken stets ein wenig unfertig. Wie der Teil von etwas Größerem. Die Oma Hawk, ein Wartungsschiff der Andromeda-Klasse, war wie ein Provisorium, das niemals zu Ende konzipiert worden war. Schon die Form einer Halbkugel darauf hin. Raumer landeten auf der glatten 5000 Meter durchmessenden Schnittseite, wurden dort repariert und rasten erneut davon, um Aufgaben in den Weiten des Alls zu erfüllen. Was sie zurückließen, waren Schrott, Abfall, bis zum letzten ausgepresste Antriebsaggregate und altes Zeug, das ersetzt worden war. Oftmals parkten Havarierte mit ungeduldigen und unverschämten Besatzungsmitgliedern an Bord, denen die Versorgung im Inneren des Tenners nicht schmeckte und die mit den Freizeitmöglichkeiten in den Eingeweiden der Oma Hawk unzufrieden waren. Kein Wunder, die Stammbesetzung des Tenners sorgte dafür, dass sie die bestmögliche Betreuung erhielten und das wiederum wussten die von außerhalb. Birger Schick erinnerte sich an mehrere heikle Situationen, zwischen denen beide Seiten, die mit Knochenbrüchen und schweren Disziplinarstrafen geendet hatten. Auch sie hatte mal. Nein, daran wollte sie gerade nicht denken. Sie genoss die Aussicht durch die Panoramascheibe eines Aufenthaltsraums, der sich in unmittelbarer Nähe zur Zentrale der Pi Tertiu befand. Die Pi Tertiu hatte am Südpol der Oma Hawk angedockt und steckte dort in einer kleinen Mulde. Ihr heimatliches Schiff war dadurch ein Teil des Tenders, wenn sie nicht gerade auf Außenmission unterwegs war.
Als Bergungsschiff mit großer und exzellent ausgebauter Medieeinrichtung war die Pi Tertiu prädestiniert dafür, bei kriegerischen Auseinandersetzungen vor Ort zu sein und jedermann zu helfen.